Landwirt.com, der Online-Marktplatz für die Landwirtschaft. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuseher, in unserer heutigen Querneland-Ackerbaureihe 2020. Ist der Pflug denn eigentlich noch zukunftsfähig? Diese und viele weitere Fragen wird uns heute Michael Kotthoff und Andreas Botthas von Querneland beantworten. Schreibt eure Fragen gerne in unseren Live-Chat hinein. Am Ende von der Präsentation werden unsere beiden Referenten gerne heute darauf eingehen. Ja, liebe Zuseher, ich möchte euch alle draußen sehr herzlich begrüßen, aber ein besonderes Hallo geht hinaus an die Schüler und Schülerinnen von der HTL Ried mit dem Ausbildungszweig Agrar- und Umwelttechnik und auch ebenfalls mit dabei sind heute die Studenten der FH Wels aus dem Studiengang Agrartechnologie und Agrarmanagement. Finden wir super, dass ihr unsere Online-Seminare mit in euren Unterricht integriert. Deswegen auch an euch, schreibt gerne eure Fragen in den Live-Chat hinein, beantworten wir natürlich gerne. Und jetzt möchte ich euch nicht zu lange mehr auf die Folter spannen. Wir legen los mit der Querneland Ackerbaureihe heute zum Thema Pflugtechnik und ich schalte nun zu unseren Produktmanagern Andreas Botthas und Michael Kotthoff. Das Wort gehört nun euch. Bitteschön. Ja, hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen auch von unserer Seite. Wir senden heute aus dem schönen Soest. Und auch für uns ist es heute ein ganz besonderer Tag, denn normalerweise wäre heute, wer kennt es nicht, die Soester Allerheiligen-Kirmes, die aber aufgrund der Corona-Lage heute eben nicht stattfinden kann. Und deswegen haben wir uns gedacht, da machen wir doch was anderes Schönes. Und ja, wir beschäftigen uns heute Abend mit dem Thema des Fluges. Mein Name ist Andreas Potters, ich bin Produktmanager bei Querneland. Und mit mir da heute ist der Michael Kotthoff. Er ist Produktmanager für den Bereich Flüge und für den kompletten Bereich der Bodenbearbeitung und wird uns heute ja zu dem Thema Näheres berichten. Genau, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, das Thema Flug steht heute ganz oben dran und wir wollen uns hier ja im Speziellen mit zwei wichtigen Themen beschäftigen. Das ist einmal die Wirtschaftlichkeit des Fluges. Ist also das Flügen an sich noch wirtschaftlich, Michael? Das ist Frage Nummer eins. Und ein zweiter wichtiger Baustein ist das Thema Resistenzmanagement. Wir wollen den Flug natürlich heute auch in modernen Ackerbausystemen einsetzen. Und so werden wir heute diesen Vortrag etwas gliedern zunächst. Und ich denke, wir fangen an mit dem Thema Wirtschaftlichkeit. Wir alle wissen, dass in den vergangenen Jahren zumindest gefühlt das Flügen auch erst weniger wurde. Und erst so die letzten Jahre merken wir, und das merken wir auch ein Stück weit an unseren Verkaufszahlen, dass der Flug doch wieder mehr wird und dass wieder mehr geflügt wird. Doch ist denn der Flug wirklich noch wirtschaftlich? Wenn wir daran denken, dass der Flug ja immer verglichen wird auch mit der konservierenden Bodenbearbeitung, also mit der Grubber, mit dem Grubber, können wir dann sagen, dass das Flügen vielleicht auch ja, im Vergleich zum Grubber kostengünstiger ist? Wie würdest du das beurteilen, lieber Michael? Ja, genau. Also auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen an alle Zuschauer heute Abend. Du hast es im Prinzip schon angesprochen. Wir sprechen beim Flug von einem der ältesten Bodenbearbeitungsgeräte der Welt. Den Flug gibt es schon oder ein flugähnliches Bodenbearbeitungsgerät gibt es schon sehr, sehr lange. Und wir in unserer Firma, vor über 140 Jahren gegründet, beschäftigen uns auch schon sehr, sehr lange mit der Flugtechnik. Im Prinzip, wenn man mal so 30, 40, 50 Jahre zurückschaut, war der Flug auf jedem landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause. Ja. Gefühlt hat das in den, naja, sagen wir mal 20, 25 vergangenen Jahren etwas abgenommen. Es sind sicherlich auch andere Bodenbearbeitungsverfahren hinzugekommen. Wir sprechen von konservierender Bodenbearbeitung, wir sprechen von Direktsaat, wir sprechen von der Kombination Windtillverfahren etc. Aber dennoch kann man im Prinzip sagen, ja, dass wir eine gefühlte Renaissance des Fluges erleben, denn der Flug ist wirtschaftlicher geworden. Das ist das, was du gerade angesprochen hast. Und das sind auch Themen, mit denen wir uns als Querneland in den letzten 10 Jahren sehr, sehr intensiv beschäftigt haben, um dies halt auch fundiert darlegen zu können und nicht einfach rauszuposaunen, der Flug ist wirtschaftlicher, wir verbrauchen weniger Kraftstoff etc. pp., sondern wir haben da auch wirklich mit Universitäten zusammengearbeitet, ja, um eben genau das herauszustellen, dass wir weniger Kraftstoff verbrauchen als ein Beispiel, vielleicht als andere, aber auch uns mit ähnlichen Bodenbearbeitungsverfahren durchaus vergleichen. Michael, wenn wir jetzt ein bisschen konkreter werden wollen, du hast gesagt, der Flug ist wirtschaftlich und du hast gesagt, wir haben mit verschiedenen Institutionen zusammengearbeitet. Kannst du uns denn mal ein paar konkrete Beispiele
zeigen, an denen wir das festmachen? Das würde ich gerne tun. Wir können, im Prinzip sprechen wir jetzt über vier Punkte, die das Flügen wirtschaftlich machen oder wie man das Flügen wirtschaftlich darstellen kann. Es sind vier Faktoren. Einer der wesentlichen Faktoren ist natürlich eine Arbeitstiefe, auf der gearbeitet wird. Ja. Wenn wir heute mit dem Penetrometer auf der Fläche sind und wirklich mal überprüfen, wie gesagt, als Produktmanager für die Bodenbearbeitung bin ich auch für andere Produkte verantwortlich, und wir gehen im Bereich der Tiefenlockerung und gucken wirklich einmal auf den Betrieb, wie tief wird gearbeitet, dann finden wir oft auf einer gewissen Tiefe eine Flugsohle. Das heißt, es ist immer auf einer gleichen Arbeitstiefe gearbeitet worden, punkto Arbeitstiefe, oft im Bereich 25, 30 Zentimeter, so dass denn auf dem Betrieb überhaupt möglich ist. Ne? Punkt 2 wäre die Körperform oder der Flugkörper an sich, der einen Einfluss auf einen Kraftstoffverbrauch und auf Zugkraftbedarf hat, weil das natürlich korreliert. Als dritter Punkt sprechen wir ja von Geschwindigkeiten, selbstverständlich. Arbeitsgeschwindigkeit als dritten Punkt. Oder aber auch die Kombination von Arbeitsgängen, sei es mit einem Packer oder einem Packomaten, wie hier beim Flug das möglich ist, um so auch ja zwei Arbeitsschritte zu vereinen. Diese vier Komponenten sind im Prinzip die wesentlichen Punkte, die die Wirtschaftlichkeit des Fluges beeinflussen. Ja, Michael, dann gib uns doch mal ein paar konkrete Beispiele, vielleicht einen kleinen Einblick in die Untersuchungen, die wir gemacht haben, mit verschiedenen Fakultäten und zeig uns doch mal, was dabei herausgekommen ist. Genau. Als erstes würde ich Ihnen hier einige Dinge zeigen. Und zwar symbolisiert dieses Foto eigentlich einen Versuch, den wir gemeinsam mit der Top Agrar vor einigen Jahren gemacht haben. Wir haben im Prinzip einen 3-Meter-Grubber, einen herkömmlichen 3-Meter-Grubber und einen Flug mit 3 Meter Arbeitsbreite miteinander verglichen. Das heißt, wir haben gleiche Bedingungen gehabt, wir haben den gleichen Schlepper vorgespannt, wir haben auf einer gleichen Arbeitstiefe gearbeitet, hier im Versuch 23, 24 Zentimeter und haben im Prinzip, und das war die wesentliche Aussage dieses Versuches, den annähernd gleichen Kraftstoffverbrauch gehabt beim Grubber und beim Flug. Wir sprechen bei beiden ungefähr von ca. 13 Litern die Hektar. Was uns impliziert, und das ist oftmals auch in den Lehrbüchern so gewesen und war sicherlich in der Vergangenheit auch so, dass der Flug oftmals als ja kraftstoffverbrauchendes Arbeitsgerät auf dem Betrieb war und das einer der Faktoren war, warum der Flug vielleicht auch ein Stück weit in den Hintergrund getreten ist, wenn es nicht auf das Bearbeitungsverfahren auf den Betrieb geschoben werden konnte. Das sicherlich als ein Punkt. Was ich eben angesprochen habe, ein ganz großer Einfluss ist die Arbeitstiefe. Und wir haben mit mehreren Master- und Diplomarbeiten Versuche dargestellt, sodass wir auch von mehrjährigen Versuchen sprechen können, die nicht nur technisch waren, sprich wir haben eine Arbeitstiefe reduziert, hier im Versuch von 30 cm Bearbeitungstiefe auf 20 cm Bearbeitungstiefe. Wir haben das Ganze auch pflanzenbaulich dokumentiert, bonitiert und zum Ende hin halt auch ausgewertet. Das war Mais, der hier jeweils angebaut worden ist, sodass wir an der Biogasanlage Gewichte gemessen haben, um auch wirklich die Auswirkungen einer Reduzierung einer Bodenbearbeitungstiefe ja, als Ergebnis zu haben. Und wenn wir hier auf diesem Betrieb in Schleswig-Holstein die Arbeitstiefe von 30 auf 20 Zentimeter reduziert haben, konnten wir den Kraftstoffverbrauch von 22 Liter auf 15 Liter reduzieren. Das heißt, wir haben annähernd 30% weniger Kraftstoffverbrauch durch eine Reduzierung ja, von 30 cm Arbeitstiefe auf 20 cm Arbeitstiefe. Das ist sicherlich ein Punkt. Wir wissen natürlich auch, dass das auf ganz vielen Betrieben gar nicht möglich ist. Viele Betriebe können überhaupt nicht so tief arbeiten. Aber das einmal symbolisch dargestellt als Beispiel, welchen Einfluss eine Arbeitstiefe hat. Jetzt haben wir als zweites gesagt, der Flugkörper. Und wir haben ja im Vorfeld auch gesagt, warum oder was ein Flugkörper mit Wirtschaftlichkeit zu tun hat. Wir haben mit anderen Versuchen Zugkraftbedarf gemessen. Und wir sehen hier Querneland als rot dargestellt, in Relation natürlich auch zum Wettbewerb, aber mit unterschiedlichen Arbeitstiefen. Wir haben den zweiten und dritten Flugkörper gemessen und haben einen Zugkraftbedarf, den wir hier 20%, das links sind 20 cm Arbeitstiefe, rechts sind 30 cm Arbeitstiefe. Und hier kann man sehr schön sehen, wenn wir uns jetzt mal nur intern vergleichen, dass wir einmal von 5 kN sprechen und bei einer Reduzierung auf 20 cm sprechen wir von 2,2 bzw. 2,3 kN, was also einen direkten Einfluss hat. Und
Das sehen wir für uns auch als einen sehr großen Vorteil. Wir sprechen immer davon, dass wir einen sehr, sehr wirtschaftlichen Flugkörper haben. Und das kann man hier auch sehen, wie wir uns zu Wettbewerbern, die uns auch im Markt begegnen, die natürlich hier jetzt nicht genannt werden, vergleichen, dass wir in der Relation halt ja einen geringeren Kraftstoff oder beziehungsweise Zugkraftbedarf haben, was, und da komme ich auf die nächste Folie, auch einen geringeren Kraftstoffverbrauch impliziert. Und wir sehen hier mit 13,1 Liter, was hier mit der Fachhochschule Köln in 2014 ausgewertet worden ist, liegen wir etwa 2,5 Liter unter dem nächsten Wettbewerber. Und wenn wir das mal einmal symbolisieren wollen, wir haben hier einen 20-Liter-Kanister und ich finde, so kann man das eigentlich symbolisch sehr schön darstellen. Das heißt, 8 Hektar oder bei 8 Hektar sind 20 Liter Unterschied, die ich bei einem anderen vergleichbaren Körper benötigen würde. Wenn man das jetzt mal auf so einen Tag hochrechnet, kann man sich hinterher überlegen, wie viele Kanister da der Unterschied ausmacht oder wie viel Unterschied dann hinterher letztendlich dabei rumkommt. Das ist im Prinzip der Einfluss des Körpers an dem Punkt. Und den Flugkörper sehen wir ja hier. Das ist im Prinzip ja der Körper Nummer 28, wie er bei Querneland heißt. Und bei dem Körper, Andreas, sprechen wir von hoher Wirtschaftlichkeit und sagen eben, so ein Körper macht das Flügen wirtschaftlicher. Michael, nun sehe ich immer auch Wettbewerbsflüge natürlich im Markt und ich sehe immer sehr, sehr viel Streifenkörper dort auch. Es gibt viele Wettbewerbsflüge, sieht man fast nur mit Streifenkörpern. Und wenn ich mal ehrlich bin, unsere Querneland-Flüge sieht man hin und wieder auch mit Streifenkörpern, aber in der Regel doch mit diesem Körper. Was hat denn jetzt dieser Körper hier mit Wirtschaftlichkeit zu tun? Und ich habe auch noch eine Frage. Man hört immer ganz gerne in der Werbung, dass ich eigentlich bei einem Querneland-Flug mit dem gleichen Schlepper einen Körper mehr ziehen könnte. Trifft das auf diesen Körper zu? Das ist genau das, was wir gleich auch nochmal sehen können auf einer weiteren Abbildung, was im Prinzip eigentlich den Querneland-Flug als solches, aber auch den Querneland-Körper ausmacht. Wenn du jetzt gerade darüber sprichst, dass Streifenkörper hier und da auch sicherlich sind, das hängt natürlich unter anderem von den Bodenstrukturen ab, vom Boden, der auf dem landwirtschaftlichen Betrieb ist. Habe ich klebrige, anmoorige Böden beispielsweise, dann gehe ich auf einen Streifenkörper. Ja. Da ich sonst die Gefahr habe, dass sich die Erde hier am Körper festbrennen kann. Ja. Ja. Aber wir haben hier wirklich einen sehr, sehr universellen Körper. Einen Körper, der die Chance gibt, mit 7-10er Bereifung zu arbeiten. Ne, das ist eine Nachfrage, die immer mehr kommt. Also die Schlepper werden immer größer. Eine sehr breite Furchenräumung hier kann man. Eine sehr breite Furchenräumung, sodass ich mit einer 7-10er Bereifung ohne Probleme arbeiten kann. Ja. Und das impliziert letztendlich der Winkel, mit dem wir beim Flugkörper arbeiten. Wir haben einen sehr leichtzügigen Körper. Und das ist im Prinzip das, wo du gerade darauf hinaus wolltest. Es ist also tatsächlich so, solange es die Hubkraft des Schleppers erlaubt, ist oftmals so der fachliche Jargon, kann ich beim Querneland theoretisch einen Körper mehr ziehen, wenn es der Schlepper denn hebt. Kannst du uns das vielleicht noch ein bisschen genauer zeigen? Ich weiß, du hast uns noch eine Abbildung mitgebracht, in der man sehen kann, ja, welche Kräfte an sich auf so einen Flugkörper wirken, ja, und wie man das Ganze sich vorstellen kann. Genau. Wenn Sie noch einmal mitkommen mit mir, würde ich Ihnen einmal ein Bild zeigen, was unseren Firmengründer Ole Gabriel Querneland zeigt. Wie eben schon gesagt, beschäftigen wir uns schon seit vielen, vielen Jahren mit der Flugtechnik. Aber die Basis des Ganzen zeigt eigentlich diese Abbildung. Und sie zeigt einen Flugkörper, der von Pferden gezogen wird. Und derjenige, der im Prinzip die Pferde führt, ist vorne. Das heißt, er zieht die Pferde und der Körper ist hinten hinter, muss gar nicht, wie man es hier noch machen könnte, gesteuert werden, gelenkt werden, denn der Körper ist von sich aus ausbalanciert. Okay. Und das ist eigentlich einer der Grundsätze, die wir die letzten Jahrzehnte immer mitgenommen haben bei der Entwicklung von Körpern. Denn man muss sich vorstellen, ein solcher Körper wird ja nicht einfach so hergestellt, sondern es ist ja schon ein Prozess, einen solchen Körper zu testen. Es gibt theoretische Prozesse, theoretische Berechnungen. Hier sieht man sehr theoretische Dinge, die kennen wir vielleicht aus dem Physikunterricht seinerzeit, wenn man sich nicht direkt mit sowas beschäftigt. Denn es wirken natürlich unterschiedliche Kräfte auf so einen Körper. Wir haben einmal die horizontalen Kräfte. Das heißt, ich ziehe ihn ja in eine gewisse Richtung. Und diese Zugkraft muss ja in irgendeiner Art und Weise ausgeglichen werden. Dann haben wir Kräfte horizontal, die auf das Streichblech wirken, aber genauso gut den Anlagendruck in dem Sinne, kennen wir ja vielleicht auch, der hier auf die Landseite drückt
Und dieses muss im Prinzip so ausbalanciert sein, dass ich auch einen kontinuierlichen Verschleiß habe. Denn passt irgendetwas in dem Bereich nicht, sind die Verschleißpunkte irgendwo gegeben und ja, dementsprechend ist die Einstellung nicht komplett sauber. Michael, jetzt sind wir beide ja auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden. Und ich denke, das war bei dir nicht ganz anders als bei mir. Wir haben nämlich noch beide von Opa das Pflügen gelernt. Und Opa hat immer sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass so ein Pflug gut und richtig eingestellt ist. Und da spielt ja hier auch alles mit. Du hast ja gesagt, die Kräfte müssen ausgewogen sein. Das heißt, ich kann eigentlich nur dann mit einem Pflug wirtschaftlich arbeiten, wenn er auch richtig eingestellt ist. Jetzt haben wir gerade sehr, sehr viel Theorie gezeigt. Und ich würde dich jetzt bitten, wir gehen mal zusammen an den Pflug und zeig uns doch mal, was sind denn die wesentlichen Dinge, auf die ich achten muss, wenn ich einen Querneland-Pflug einstelle? Und ist es überhaupt so viel, was ich einstellen muss? Zeig uns doch mal die Details am Gerät. Genau, also die Wirtschaftlichkeit hängt natürlich sehr weit damit zusammen, dass eine Maschine auch sauber eingestellt ist. Sonst haben wir viel Theorie, aber sie muss in der Praxis halt auch umgesetzt werden. Und wir haben natürlich zunächst einmal nicht nur den Schlepper, wir haben nicht nur den Pflug, sondern wir haben auch den Schlepper. Der Schlepper muss auch richtig eingestellt sein. Das heißt, bevor ich an so einen Pflug ranfahre, teste ich zunächst oder überprüfe ich zunächst einmal mit dem Zollstock, ob die Unterlenker wirklich auf einer einheitlichen Ebene sind, ob sie gleichmäßig eingestellt sind. Wenn ich das durchgeführt habe, hänge ich den Pflug an den Schlepper. Und ja, nachdem ich natürlich die ein oder andere Sache auch noch überprüfen muss, dass alles vernünftig funktioniert, kommen wir im Prinzip dahin, dass wir den Pflug einsetzen. Wir haben bei diesem Flugmodell, was wir hier haben, eine 3300er Modellreihe, der Agritechniker im vergangenen Jahr neu vorgestellt, haben wir eine Zugpunkteinstellung. Das heißt, dieser Zugpunkt ist vom Werk grob voreingestellt. Es gibt eine Angabe, welches das optimale Maß ist. Und es ist natürlich auch ein Stück weit in Abhängigkeit des Innenspurmaßes des Schleppers, wie dieses gegebenenfalls angepasst werden muss, sodass der Oberlenker gerade hinterherläuft. Denn das ist eigentlich das Prinzip, was wir verfolgen, dass wir halt eine kontinuierliche, ein Autoline-Prinzip haben. So wird es bei uns letztendlich beschrieben, dass wir, wenn wir die Arbeitsbreite variieren von 30 cm bis bei 55 cm bei so einem Modell, wie wir es hier neben uns stehen haben, dass ich im Prinzip meinen Zugpunkt nicht verändern muss. Und das gewährt im Prinzip hier dieser Zugpunkt. Und der ganze Flug, die ganze Kinematik ist letztendlich so produziert, so hergestellt, dass der Druck, der hier letztendlich wirkt, auf die Körper wirkt, dann kontinuierlich gleich ist, sodass halt eben der Zugpunkt dann wirklich so ist, dass der Oberlenker dann auch bei Veränderung der Arbeitsbreite immer gleich steht und gerade steht. Das sind im Prinzip die wesentlichen Punkte. Ich muss natürlich gucken, dass der Flug in Waage steht, das heißt den Oberlenker dementsprechend einstellen, die Arbeitstiefe des Stützrads anpassen. Was ganz wichtig ist, wir kommen gleich auf das Thema der Resistenzen. Wir haben hier die Maiseinleger, das heißt auch die Maiseinleger muss ich anpassen, wenn ich eine Arbeitstiefe verändere oder gerade am Anfang, wenn ich einen Flug neu einstelle, müssen die Maiseinleger vernünftig eingestellt werden, wenn sie denn verbaut sind, sodass ich so eine ordentliche Arbeitstiefe habe, dass sie ordentlich arbeiten. Und wir können das hier mal einmal zeigen, wie das hier bei diesem Modell funktioniert. Wir haben nämlich hier eine zentrale Einstellung der Maiseinleger. Und gerade das, Andreas, ist auch ein wichtiger Punkt, wenn wir darüber sprechen, benutzerfreundlich muss das Ganze sein. Das kann alles noch so wirtschaftlich sein und es kann auch vielleicht noch so einfach sein, aber man muss es machen. Das heißt, du musst wirklich was verstellen und wenn du das verstellen kannst und wenn du es einfach verstellen kannst, denke ich, geht dir nicht anders, dann wird es auch gemacht. Dann wird es auch gemacht. Jetzt geht es aber noch einen Schritt weiter. Du hast uns jetzt sehr, sehr schön gezeigt, was so die Punkte sind, die ich bei einem Flug einstellen kann. Aber ich weiß, und ich komme ja aus dem Bereich der Sätechnik, dass wir dort sehr, sehr viel mit Isobus auch arbeiten. Das heißt, wir machen eine Einstellung aus der Schlepperkabine und steigen nicht mehr ab und stellen draußen an dem Gerät was ein. Gibt sowas beim Flug auch schon? Oder wie beurteilst du das? Gibt es auch Isobus beim Flug und brauche ich das wirklich? Das ist sicherlich eine sehr gute und auch interessante Frage. Denn da gebe ich dir recht, wir befassen uns seit mittlerweile 5 Jahren damit, dass wir einen Isobus-Flug auf dem Markt haben. Wir sprechen von der 2500er Serie, vom 2500 Eiplau Isobus-Flug. Und die Frage haben wir natürlich ganz oft bekommen am Anfang, brauche ich das denn eigentlich? Mhm. Und wir haben hier den Neigungswinkel. Bei diesem Flug beispielsweise verstellen wir den Neigungswinkel, wie bei allen anderen mechanisch verstellbaren Flügen, sage ich mal auch, über einen Anschlag. Und beim Isobus-Flug, und da können wir uns das auch noch mal einmal anschauen, wie die Bedienmaske ist, beim Isobus-Flug
Beim Isobus-Flug ist es halt eben so, dass wir unterschiedliche Parameter haben, die wir halt dementsprechend einstellen können. Wir können die Arbeitstiefe einstellen, das heißt die Arbeitstiefe des Stützrades aus der Schlepperkabine. Wir können aber auch den Neigungswinkel einstellen. Und gerade das ist wirklich eine ganz, ganz schicke Sache. Ich kann nämlich sofort den Effekt sehen, wenn ich eben den Neigungswinkel verstelle, kann den Effekt sehen, ist es vielleicht ein wenig zu weit oder ein wenig zu wenig und kann direkt justieren und direkt einstellen. Ich kann die Arbeitsbreite einstellen, ich kann die Vorderfurche einstellen. All das kann ich im Prinzip aus der Schlepperkabine machen, die ganz wesentlichen Funktionen des Flügens, und habe so wirklich einen Wahnsinnskomfort. Und das, lieber Andreas, ist sicherlich einer der größten Vorteile des Isobusses, und das wirst du aus der Drilltechnik auch kennen, denn wer die Vorteile einmal kennt, der will sie da nicht missen. Genau, der will sie da nicht missen, und da sind die Leute, die letztendlich auch in so eine Technik dann investieren. Das ist so. Ne? Michael, jetzt hast du uns ja schon einiges an Details an dem Flug erzählt, und in einem Nebensatz eigentlich nur hast du erzählt, dass wir diesen Flug auf der letzten Agritechnica vorgestellt haben. Das ist natürlich etwas Besonderes, was wir hier sehen. Das ist nämlich eine ganz, ganz neue Fluggeneration. Und ich würde dich eigentlich noch mal bitten, uns ja diese neue Fluggeneration noch mal kurz vorzustellen, welche Modelle die umfasst und letztendlich auch, ja, was ist das eigentliche Neue an dieser Fluggeneration? Was ist so besonders? Genau. Also, was ist so besonders? Ich würde eigentlich mal vorne anfangen, wenn wir mal vorne zum Flug gehen. Ich hatte eben schon mal einmal die Hand dran, habe es aber nicht bedient. Wir haben gesagt, wir wollen ja einfacher werden in der Handhabung. Wir haben hier zentral verstellbare Maiseinleger. Das heißt, diese Maiseinleger, wir haben hier den 19er Schlüssel schon drauf, den setzen wir hier auf die zentrale Verstellung und können also im Prinzip sehr einfach oben wie unten die Maiseinleger verstellen, sodass sich so eine Maschine relativ einfach in der Arbeitstiefe verändern kann. Das heißt, hydraulisches Stützrad ist an diesem Flug mit verbaut. Ich stelle die Arbeitstiefe einmal hinten ein, vorne natürlich die Unterlenker dementsprechend und kann dann relativ einfach eben sowas justieren. Und wenn, haben wir eben schon gesagt, sowas schnell möglich ist, dann mache ich es halt einfach auch. Was wir noch zusätzlich haben an diesem Flug, wir haben neben den Maiseinlegern hier ein komplett neues Grindel. Und dieses Grindel, und jetzt kommen wir auch gleich ein bisschen zumindest grob in die Richtung des Resistenzmanagements, mit dem wir uns gleich noch befassen. Dieses Grindel hat hier explizit keine Schweißpunkte. Das heißt, wir haben auch wenig Möglichkeit, dass wir hier Verstopfungen haben oder wir haben einfach keine Punkte, ja, wo Ungräser, wo Unkräuter hängen bleiben können. Wir haben hier, ja, wir nennen es Aero-Design. Wir haben auf jeden Fall ein rundes Design und das weiß jeder, denke ich mal, wo keine Kanten, wo keine Ecken sind, da kann auch weniger hängen bleiben. Und das impliziert hier, dass wir selbst bei 85 cm Körperlängsabstand, das heißt einen kurzen Körperlängsabstand, vielleicht für die Hubkraft bei dem einen oder anderen Schlepper wichtig, um einen 5 oder 6 Schar fahren zu können, kann ich auch arbeiten, wenn ich hohe Ernterückstände habe oder aber auch vielleicht einen Zwischenfruchtbestand einarbeite. Auch das ist möglich. Wir haben ein neues Blattfedersystem überarbeitet, das Querneland Blattfedersystem als mechanisches Blattfedersystem ist ein, ja, einfaches Prinzip eigentlich, denn der Druck der Feder, man kann sich das vorstellen, grob vorstellen, es ist vorgespannt, diese Blattfedern sind vorgespannt. Und wenn unten auf die Spitze Druck kommt, dann hält die Feder natürlich einen gewissen Druck aus, aber irgendwann geht dieser Druck komplett in diese Feder hinein und wird eben nicht auf den Rahmen des Fluges übertragen. Das heißt, die Langlebigkeit dieses Fluges oder auch der Hauptteile des Hauptrahmens ist höher gegeben, als wenn ich beispielsweise den Druck auf diesen Rahmen übertrage, wie das bei anderen Steinsicherungssystemen durchaus der Fall sein kann. Jetzt kann ich hier noch relativ einfach Blattfedern hinzufügen, indem ich hier die Schrauben löse und dann dementsprechend noch eine Feder hinzufügen könnte, wenn ich das auf einer Fläche müsste. All das halt unter dem Punkt, dass das Ganze einfacher zu handhaben ist. Bedienerfreundlichkeit, das ist das Stichwort dabei. Michael, jetzt hast du in meinen Augen noch eine wichtige Sache verschwiegen und ich will mal so anfangen. Wir bewegen uns natürlich mit dem Flug nicht nur auf dem Acker. Da müssen wir eine benutzerfreundlich einstellen können. Ganz wichtiger Punkt für mich ist auch noch, wir bewegen uns mit dem Flug natürlich auch wohl oder übel im Straßenverkehr. Und auch dort haben wir uns was Besonderes ausgedacht, was wir an diesem Flug verbaut haben. Und das ist das Straßentransportkonzept. Kannst du uns das bitte noch einmal näher erklären? Genau, das Straßentransportkonzept ist im Prinzip das, dass wir hier eine Tragachse haben und die Tragachse ist nicht fest verbaut, wie wir das vielleicht von einem herkömmlichen Flug, sei es Querneland oder sei es auch eine andere Marke, kennen, sondern diese Transportachse kann ich im Prinzip ja zu einer drehbaren Achse machen.
Das heißt, ich verlagere den Drehpunkt der Maschine. Ursprünglich, das kennen wir alle, das wird jeder von uns schon mal gemacht haben, der sich schon mal mit einem Bodenbearbeitungsgerät oder mit einem Flug im Straßenverkehr aufgehalten hat. Der Graus für mich ist immer eine zweispurige Fahrbahn, Rechtsabbiegerspur. Und dann habe ich einen 5-Schar- oder 6-Schar-Flug, mit dem ich einfach rechts abbiegen muss. Und das haben wir, wie ich finde, sehr, sehr intelligent gelöst und sehr, sehr gut gelöst. Denn wer das mal einmal gefahren hat, wir verlagern im Prinzip den Drehpunkt hinter den Schlepper, wie das mit einem Einachse-Anhänger der Fall ist. Und so können wir ja das Ganze sicherer machen. Ich denke gerade auch, wir haben heute auch viele junge Zuhörer. Ja, auf jeden Fall. Das gibt Sicherheit. Man kann sich viel mehr auf den Straßenverkehr konzentrieren, muss sich nicht so auf sein Gespann konzentrieren. Und das Ganze hilft ungemein. Und wer das einmal gefahren hat, der will das auch nicht missen. Michael, ich würde sagen, Bilder sagen an der Stelle mehr als 1000 Worte. Lisa, wir haben dazu einen kurzen Film vorbereitet. Und ich würde dich einmal bitten, dass du den einmal einspielst. Genau, wir sehen jetzt im Prinzip, wie hier ein Online-Flug ist, es ein 3400, in den Kreisverkehr einfährt. Und jetzt würden wir diesen klassischen Hebel haben, aber wir können sehen, wie einfach dieser 45-Grad-Radius hinten am Schlepper eingelenkt werden kann. Und das Ganze macht das Ganze wirklich sicherer und ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, die dann auch im Straßenverkehr einfach die Handhabung erleichtert. Also das ist wirklich eine klasse Sache, das kann ich nur noch mal bestätigen. Ich bin selbst auch schon mit dem Flug durch die Stadt gefahren und man fühlt sich einfach viel, viel wohler. Michael, zum Transport des Fluges läuft der Flug ja auf dem Rad. Komm mal mit mir hier rüber. Das Rad befindet sich ja hinten am Flug. Ich sehe jetzt erstmal, es ist ein sehr, sehr großdimensioniertes Rad. Aber ich habe da noch mal eine ganz explizite Frage. Wir haben einmal die Größe des Rades. Was hat die zu sagen, auch vielleicht noch in Bezug auf Wirtschaftlichkeit? Und wir haben immer wieder die Diskussion, gehört das Rad hinten an den Flug oder gehört es als vorgesetztes Stützrad in die Mitte an den Flug? Wo gehört es denn nun hin und was hat das mit der Wirtschaftlichkeit des Flügens zu tun, Michael? Also wir haben in der Tat ein relativ großes Rad. Das ist ein 420er Rad in der Dimension, was natürlich auf sehr leichten Böden, wo ich eine hohe Tragfähigkeit gebrauchen kann, ist so ein Rad unbedingt notwendig. Ne? Wir haben auch kleiner dimensionierte Räder sicherlich, aber das hier ist erstmal das, was hier in der Maschine verbaut ist. Hydraulisch, mechanisch, in der Tiefe verstellbar, all das optional. Aber die Frage, die du gerade angesprochen hast, Andreas, die hat wirklich was mit Wirtschaftlichkeit zu tun. Denn oft sprechen wir ja davon, ein vorgesetztes Rad, ich möchte die letzte Furche aber abschneiden, ich möchte vielleicht an der Kante dran herflügen. All das ist natürlich mit einem hinten angebauten Rad sicherlich nicht so einfach möglich, muss einen gewissen Abstand halten, der dann irgendwo mit 40 Zentimetern irgendwo, um mal eine Hausnummer zu nennen, grob 40, 50 Zentimeter angesagt ist. Allerdings haben wir selber Versuche gemacht, oder nicht wir selber, wir haben die auch mit einer Fachhochschule zusammen gemacht und haben mal geguckt, wie wirkt sich denn eigentlich die Wirtschaftlichkeit eines solchen Stützrades, beziehungsweise die Position des Stützrades auf die Wirtschaftlichkeit aus. Wir haben selbstverständlich auch vorgesetzte Stützräder, aber wir forcieren das Rad hinten und das hat eigentlich durchaus bestimmte Gründe. Man kann sich das vorstellen. Ich nehme einmal, Andreas, gib mir bitte mal den Schlüssel, den ich gerade eben in der Hand hatte. Man kann sich das eigentlich sehr gut vorstellen, wenn man den Schlüssel hier mal auf zwei Hände nimmt. Hier ist der Dreipunkt vorne des Schleppers und hier ist das Rad. Wenn ich jetzt auf der Fläche dementsprechend hoch oder runter fahre, dann passt sich der Flug einheitlich an. Wenn ich jetzt das Rad weiter nach vorne hole und fahre über die Kuppe drüber, dann sieht man automatisch, wenn ich jetzt mal sage, ich fahre über die Kuppe rüber, ist der Flug hinten nicht so tief in der Erde, wie er das wäre, wenn ich das Rad hinten hätte, denn dann habe ich eigentlich immer eine kontinuierliche Arbeitstiefe. Und je weiter ich das Rad nach vorne hole, umso höher wird halt eben, und das merkt man schon, dieser Wippeffekt. Und dieser Wippeffekt, der hat einen großen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit. Denn wir sprechen von höheren Kraftstoffverbrauchen, das haben wir selber nachgewiesen, beziehungsweise hat die Fachhochschule nachgewiesen. Und wenn ich den Flug jetzt sogar noch vorgesetzt im Langloch fahren würde, dann wird der Flug so unruhig, dass sich das zum einen aufs Arbeitsbild auswirkt, aber um einen teilweise sogar wirklich 10-15% höheren Kraftstoffverbrauch, als wenn das Rad hinten ist. Und ich sage immer, ich weiß, es gibt sehr, sehr viele Betriebe, da ist das ein ganz wichtiger Punkt. Das Rad soll vorgesetzt sein, es gibt viele lange Schläge, die letzte Furche ist sicherlich da auch wichtig. Aber oft, wir forcieren uns, wir kommen vom Wettbewerbsflügen, wir wollen das Rad gerne so haben,
wie es ist. Oftmals kann man sagen, das ist ein Kompromiss für die letzte Furche. Aber wir wissen natürlich, dass es wichtig ist. Nichtsdestotrotz sind diese beiden Punkte ja auch Themen, die sich auf die Wirtschaftlichkeit beziehen. Ja, Michael, jetzt hast du uns sehr, sehr schön und ich finde auch sehr eindrucksvoll, was über die Wirtschaftlichkeit erzählt. Und ich habe ja am Anfang erzählt, dass wir heute nicht nur über die Wirtschaftlichkeit sprechen wollen, sondern ein zweites wichtiges Thema ist das Thema Resistenzmanagement. Wir bewegen uns heute in modernen Pflanzenbausystemen, wo man eben die verschiedenen Einflüsse, die so ein Ackerbauer hat, ganzheitlich betrachtet. Und ich weiß, dass es in der Landwirtschaft ja vermehrt Probleme gibt, wirklich mit Resistenzen. Und zwar mit Resistenzen gerade dann, wenn ich an Ungräser denke. Und an der Stelle möchte ich dir nochmal eine Frage stellen. Und zwar, kann der Pflug uns an der Stelle das Resistenzmanagement helfen? Hilft er uns dabei, diese Ungrasproblematik, die es gibt, besser in den Griff zu bekommen? Könntest du uns dazu nochmal ein bisschen was erklären oder vielleicht auch zeigen? Ja, also wir haben uns als Querneland eigentlich schon, das weißt du auch, Andreas, schon lange, auch vor einigen Jahren schon, mit dem Thema Ackerfuchswanz beschäftigt. Und wir merken auch immer zunehmend, dass das Problem ankommt. Es ist nicht nur ein theoretisches Problem, was vorher schon auf vielen Betrieben zu Hause war, sondern das Problem ist wirklich mittlerweile greifbar und viele Betriebe kennen das auch. Und wenn wir uns mal so eine Deutschlandkarte anschauen, wo der Ackerfuchsschwanz mittlerweile zu Hause ist, dann sind wir definitiv da, dass wir ja im Prinzip gerade hier Ackerfuchsschwanz beim oberen Bild so eine Zweiteilung haben. Wir haben eine sehr hohe Relevanz im westlichen, nordwestlichen, südwestlichen Teil. Aber eigentlich können wir sagen, das Problem ist in Gänze vorhanden. Es gibt natürlich Betriebe, da ist es vielleicht ausgeprägter. Es gibt Betriebe, da ist es weniger ausgeprägt. Aber es ist halt eben nicht nur der Ackerfuchsschwanz, es ist auch der Windheim. Um einfach nur mal zwei zu nennen, wo es Herbizidresistenzen gibt, die einfach vom Betrieb nicht mehr in den Griff zu bekommen sind. Und das ist natürlich einer der Gründe, warum vielleicht auch ein Betrieb, der ewig schon konservierend bearbeitet und der sicherlich auch gut konservierend bearbeitet hat, mittlerweile wieder überlegt und darüber nachdenkt, sich einen Pflug anzuschaffen, den er in der Fruchtfolge in irgendeiner Form einsetzt. Und wir werden eigentlich auch sehr oft angesprochen und einfach mal um unsere Meinung gefragt. Die ist sicherlich immer zu diskutieren, wie das mit jeder Meinung ist. Ne? Es gibt da sicherlich auch unterschiedliche Ansätze, aber wir versuchen uns da eigentlich immer ja auf wissenschaftliche Basis zu bauen und da nicht unsere eigenen Präferenzen einfließen zu lassen. Und wir haben hier so einen Ansatz aus England und der ist wirklich, den wollen wir hoffentlich selber nicht erleben. Wir sind hier auf einer Fläche, wo wir 1000 oder bis zu 1000 Pflanzen pro Quadratmeter haben. Und es ist ein Glyphosat-Einsatz im Sommer, es sind Resistenzen hier, sodass eine Anbaupause von 1 bis 2 Jahren eingehalten werden muss, weil einfach keine Getreidefruchtarten mehr auf diesem Standort wachsen. Wir haben eine extrem hohe potenzielle Verunkrautung und hier, das ist aber auch ganz wichtig, ist der Pflug ein Faktor. Nicht der Faktor, sondern einer von vielen Faktoren, mit dem man eben hier bei diesem Lösungsansatz den Ackerfuchsschwanz in den Griff bekommen hat. Und man sieht hier eine Reduzierung um 69% durch den Einsatz des Fluges. Aber das ist natürlich nicht das Ende an dem Punkt, sondern man hat eine verzögerte Aussaat. Man geht also möglichst weit in den Herbst. Sicherlich mit dem Risiko, dass man vielleicht die ein oder andere Kultur da nicht mehr reinbekommt und auf Sommergetreide gehen muss. Man erhöht die Saatmengen. Man nimmt konkurrenzfähige Sorten und nimmt dann zum Schluss, aber wirklich nur noch zum Schluss, für das, was an Ungräsern noch übergeblieben ist, eben eine Herbizidmaßnahme, wo man das Ganze dann dementsprechend verringert. Und dieser Prozess hier verringert das Ganze ja um 99% und symbolisiert einfach mal stellvertretend, welchen Einfluss der Pflug als Resistenz oder als Helfer in der Not, wenn eine Resistenz auf dem Betrieb vorliegt, einnehmen kann. Also ich denke, das ist sehr, sehr schön nochmal zusammengefasst und du bringst eigentlich auf den Punkt. Es ist nämlich so, der Pflug kann immer nur ein Baustein sein. Genauso muss der moderne Ackerbauer auch heute denken. Wir sehen, er ist ein sehr, sehr wichtiger Einflussfaktor, aber wir bekommen diese Ungrasproblematiken wirklich nur dann in den Griff, wenn wir ganzheitlich denken und uns mit dem wir arbeiten, mit dem Boden und mit den Flächen beschäftigen. Und das ist vielleicht auch nochmal ein gutes Stichwort, Michael. Wir haben uns hier auch Gedanken gemacht, sowohl zum Thema profitablen Pflügen als auch zu dem Boden und wollen den Landwirten natürlich da auch eine Hilfestellung an die Hand geben,
Das kannst du ja vielleicht nochmal ganz kurz vorstellen, beziehungsweise sagen, was wir uns dafür Gedanken gemacht haben, was wir eben noch als Hilfestellung mitgeben wollen. Genau, ich denke, man kann sicherlich die Themen auch sehr kontrovers diskutieren. Und wir sind an dem Punkt, was wir eben gar nicht angesprochen haben, wir können beispielsweise mit dem Körper, den wir eben mal gezeigt haben, auch sehr flach pflügen. Das heißt, diesen tiefen Eingriff müssen wir gar nicht machen. Und wenn ich in der Fruchtfolge auf den Pflug setze, dann beißen sich unserer Meinung nach auch Bodenbearbeitungssysteme nicht, sondern wir müssen im Prinzip ja im Großen denken, sage ich mal, genau, und müssen uns vielleicht auch nicht alles komplett verändern, sondern müssen uns sukzessive auf Bedingungen, auf Gegebenheiten einstellen. Und da, und das ist eigentlich unser Ansatzpunkt, in einer Fruchtfolge, es gibt auch Betriebe, die pflügen halt jährlich, aber in einer Fruchtfolge machen diese Systeme Sinn. Und wir haben uns ja dem Boden verschrieben, sage ich mal einfach, dass wir ja eine Bodenbroschüre entwickelt haben. Und diese Bodenbroschüre, die beinhaltet zum einen unterschiedlichste, Andreas, das gebe ich dir nochmal einmal, unterschiedlichste Themen, wir gehen auf unterschiedliche Böden ein, wir gucken im Prinzip, wie ist die Luftzirkulation im Boden und geben den ein oder anderen ja, Tipp vielleicht auch in der Bodenbroschüre und ja, gucken wirklich individuell, welche Böden herrschen vor und lassen uns darauf ein, wir haben vorhin mal vom Penetrometer gesprochen, auch das ist sicherlich ein Tool, was jeder einfach machen kann, man kann schauen, wo habe ich wirklich eine Bodenverdichtung, die Wasserverfügbarkeit wird ein Riesenthema. Das haben wir in den letzten Jahren gemerkt. Aber auch jetzt, wenn wir Starkregenereignisse haben, muss der Regen auch weg und nicht oberflächlich abnehmen. So, das ist einfach ein Zusammenspiel ganz vieler Bodenbearbeitungsverfahren. Genau. Und diese Dinge haben wir in der Bodenbroschüre, aber auch das Thema Wirtschaftlichkeit des Pflügens in dieser Broschüre Profitables Pflügen nochmal zusammengefasst. Und diese Broschüren sind auch zugänglich über unsere Händler. Das heißt, wir möchten Ihnen auch gerne nahelegen, sprechen Sie uns an, sprechen Sie unser Team an und besorgen Sie sich vielleicht auch mal die Broschüren, ja, um sich nochmal intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Michael, genau. Ich denke, soweit, das ist erstmal soweit unsere Darstellung gewesen. Ich hoffe, wir konnten ja einige Themen gut und vor allen Dingen auch anschaulich zeigen. Ja, liebe Lisa, ich denke, wir würden jetzt zurück zu dir schalten. Ja, und wären dann, Michael, auch bereit für die Diskussion. Und ich hoffe, es sind ein paar interessante Fragen dabei. Genau. Ja, vielen lieben Dank für eure Präsentation. Ich habe die Fragen in der Zwischenzeit zusammengesammelt. Also liebe Zuseher, falls ihr noch etwas wissen möchtet, im Chat könnt ihr noch fleißig hineintippen. Da ist noch Bedarf da, habe ich gemerkt. Jetzt starte ich einmal mit einer Frage, die vorab schon gekommen ist. Und zwar, die konservierende und regenerative Landwirtschaft ist in aller Munde. Und ich frage mich nun, macht man sich durch den einmaligen Einsatz des Pfluges alles kaputt, was man sich in den vergangenen Jahren durch den Pflugverzicht aufgebaut hat? Ja, ich denke, da sind wir gerade in den letzten Minuten vielleicht schon ein Stück weit drauf eingegangen. Es ist sicherlich eine Kombination der Dinge. Ne? Und es gibt, das war ja eben schon der Punkt, man kann da sicherlich auch kontrovers diskutieren. Aber die Kombination von Bodenbearbeitungsgeräten ist sicherlich da das Thema. Und es muss ja nicht unbedingt der extrem tiefe Eingriff sein, dass ich wirklich extrem tief flüge und mir vielleicht die gewonnene Bodenstruktur, die ich eben durch die konservierende Bodenbearbeitung aufgebaut habe, ja wirklich aufzubrechen, sondern ich kann auch relativ flach arbeiten, dass ich eben die Ungräser relativ flach einarbeite, um eben diese Lichtkeime dann dementsprechend auch zu begraben, um das Ganze dann dementsprechend auch zu reduzieren. Aber ich denke, an dem Punkt ist einfach die Kombination von vielen Dingen wichtig. Genau. Denn ich muss auch einfach auch mal schauen, der Tiefenlockerer nimmt zum Beispiel zu. Das heißt, ich muss gucken, sind wirklich Bodenverdichtungen da? Und das impliziert auch natürlich lockern, ohne zu vermischen. Das ist dann da ganz wichtig. Aber ich denke, das eine schließt das andere nicht aus. Das ist sicherlich auch ein Stück weit ja, eine Herangehensweise jedes einzelnen Landwirts, vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl oder auch das, wie der Landwirt halt in den vergangenen Jahren damit gearbeitet hat. Was wir für uns erleben, ist dennoch, dass ein Betrieb, der nur konservierend gearbeitet hat, sich sicherlich ein bisschen schwer tut, wieder in die Flugtechnik, vielleicht nicht zu investieren, aber mit der Flugtechnik zu arbeiten, aber ja teilweise wirklich an dem Punkt steht, dass er es machen muss. Ja, ich denke, zusammenfassend ist an der Stelle zu sagen, man macht nicht Systeme sofort kaputt, aber man muss sehr bewusst das tun, was man da tut. Nämlich dann, wenn man die ja gewonnenen Strukturen nicht komplett zerstört, sondern
ja, mehr im Oberboden bleibt, sodass man später auch mit ja, Geräten, die wieder vertikal arbeiten, ja, diese möglichen Schichten, die ein Flug erzeugt, eben auch wieder durchbrechen kann. Und ich denke, das ist ganz wichtig. An dem Punkt vielleicht noch eins, was da vielleicht auch wirklich Sinn macht, wenn ich eben relativ flach arbeite oder den Flug einsetze, dass ich vielleicht auch an eine direkte Rückverfestigung setze, um eben die Strukturen, den Aggregaten wieder die Möglichkeit gebe, dass sie auch wieder aneinander haften können und wieder eine Struktur aufbauen. Ja. Dann machen wir weiter mit dem Thema Onland-Flügen. Das ist mehrmals schon angesprochen worden. Einmal ist die Frage gekommen, wie seht ihr das Thema Onland-Flügen? Einer möchte dann auch noch speziell wissen, wie das dann mit dem Kraftstoffverbrauch aussieht. Und ja, wo liegen denn eigentlich die gravierenden Unterschiede? Der Begriff Onland-Flügen an sich bedeutet ja nichts anderes, wie dass ich mit dem, ja, mit dem Schlepper nicht in der Furche fahre, sondern eben ja, oberhalb bleibe, nämlich oben auf dem Boden fahre. Michael, was sind denn die Hauptvorteile von diesem Onland-Flügen? Genau, ich habe mir hier gerade mal kurz einen Spickzettel geholt, der natürlich nicht die Vorteile appliziert, die weiß ich auch so, aber den Kraftstoff, weil gerade explizit nach dem Kraftstoffverbrauch gefragt worden ist. Also die Vorteile des Onland-Flügens sind natürlich die, dass ich einfach... ich habe die Möglichkeit, mit einem Onland-Flug sowohl in der Furche zu arbeiten als auch onland. Onland heißt halt, dass ich mich nicht in der Furche mit dem Schlepper verkeile, sondern dass ich wirklich ja gerade über die Fläche fahre und dementsprechend meinen Bereich mitnehme. Der wesentliche Vorteil des Onland-Flügens ist beispielsweise, dass ich den Bodendruck mit dem Schlepper, den ich erzeuge, schon ab einer Tiefe, und das haben wir auch mit Fachhochschulen gemeinsam in England in einem Verfahren oder in einer Abschlussarbeit nachgewiesen oder getestet, schon ab 22, 23 Zentimeter unterflügen kann. Mhm. Das heißt also, ich habe keine extreme Bodenverdichtung, die ich vielleicht durchaus etwas höher habe, wenn ich mit dem Flug in der Furche arbeite, weil sich der Flug einkeilt. Was ich natürlich auch nicht vergessen darf, in dem Moment, wo ich mit dem Rad nicht mehr in die Furche muss, wir haben ja eben gesagt, mit unserem Körper ein 710er Rad ist kein Problem, aber dann, wenn ich online flüge, kann ich natürlich auch noch breitere Räder nehmen, ich kann Raupenlaufwerke benutzen oder sogar Zwillingsräder. Auch das reduziert natürlich den Bodendruck. Genau, das sind sicherlich auch Faktoren, das reduziert zum einen den Bodendruck oder wir haben auch Betriebe, die extrem scharfe Steine haben, die sich also die Reifen aufschneiden. Das sind Betriebe, die auf Onland gehen. Und ich muss sagen, die letzten Jahre waren da eher verhalten. Wir merken aber momentan doch zunehmend, dass diese Nachfrage einfach höher wird. Wenn ich noch eine Frage beantworten darf, dann war das Thema Kraftstoffbedarf. Ich habe natürlich beim Onland-Flügen, wenn ich auf die Kette gehe, eher nicht, aber wenn ich jetzt mal mit dem herkömmlichen Schlepper, ich habe ganz am Anfang mal diesen Versuch mit der Top Agra erläutert, wo wir den Grubber mit dem Flug verglichen haben. Da haben wir auch Onland geflügt. Der Flug war ein Onland-Flug. Und wir hatten einen etwas höheren Schlupf und haben natürlich durch den Schlupf auch einen etwas höheren Kraftstoffbedarf bei nahezu gleicher Flächenleistung. Also wenn man auf den Kraftstoffbedarf geht, ist der vielleicht minimal höher. Aber ich habe natürlich diesen Wahnsinnsvorteil, dass ich eben den Druck, den ich durch den Schlepper erzeuge, unterflügen kann. Ja, danke schön. Danach machen wir weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, da die Trockenheit immer mehr wird, warum sollte man dann 20 cm tief pflügen, dass man noch mehr Feuchte dem Boden entzieht? Was ist da eure Meinung dazu? Ich denke mal, das war ja das, auch das haben wir vielleicht eben schon mal in groben Themen angesprochen. Ich muss natürlich darauf achten, dass ich ja, die Bedingungen schaffe, dass zum einen das Wasser weg kann, aber auch, dass das Wasser hoch kann, so es denn noch da ist. Und das leben wir ja oft, Andreas, du kommst aus der Seetechnik, dass halt wirklich oft geflügt wird, aber dann nicht der Boden austrocknet, sondern dass direkt hinterher gedrillt wird. Und den Punkt diskutieren wir auch häufiger. Ist sicherlich so, dass die zunehmende Trockenheit uns da vor gravierende Herausforderungen stellen wird. Auch das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Und da sind wir aber auch an dem Punkt, wenn wir denn den Flug einsetzen, und das war ja das, was wir vorhin gesagt haben, wir müssen ja vielleicht nicht unbedingt diese extremen Tiefen haben, sondern wir können da dementsprechend die Arbeitstiefe variieren und das Ganze in der Fruchtfolge dementsprechend einsetzen. Michael, die Antwort, denke ich, an der Stelle ist immer wieder dieses Systemdenken. Genau. Der Landwirt muss seinen Boden kennen und muss wissen,
was er da tut und wann er es tut. Und es gibt sicherlich Zeitpunkte, an denen es nicht mehr gut ist zu pflügen, um das bisschen Restfeuchte, was noch da ist, hochzuholen. Richtig. Aber ich muss eben dann auch gucken, ja, wie ich die anderen Dinge, wie zum Beispiel die Unkrautresistenzen da habe, wie ich die in den Griff bekomme. Und ich denke, der Landwirt muss für sich einfach entscheiden und seinen Boden kennen und wissen, was er wann tut. Nur so kann er ganzheitlich eben auch erfolgreich sein. Aber das ist halt eben wirklich der zentrale Punkt, wenn ich das noch einmal eingehen darf. Und das erleben wir auch, das merken wir auch. Gerade, wir haben es eben schon gesagt, es hören auch viele, viele junge Leute zu, aber der Landwirt setzt sich, oder die Landwirte, oder auch wir, merkt man ja auch, setzen uns viel mehr mit dem Boden auseinander, um einfach auch vielleicht, ja, wirklich zu wissen, wann ist der richtige Zeitpunkt, was zu tun. Und es gibt einfach nicht die eine Richtung, sondern es gibt unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten, einen ganzen Blumenstrauß, den ich dann dementsprechend einsetzen kann. Und die Entscheidung, wann man etwas machen muss, die muss man dann wirklich situativ, wie du das gerade schon richtig sagst, vortreffen. Und da kommt auch Erfahrung mit ins Spiel, sicherlich. Genau. Dankeschön. Dann würde ich gern weitermachen mit der Frage, wie flach können die Querneland-Pflüge arbeiten und wie beziehungsweise welche Lösungen hat Querneland zu diesem Thema? Da habe ich ganz ehrlich einmal den der Ton war gerade einmal ganz genau, kurz weg. Genau, der Ton war gerade kurz Lisa, weg. Wenn könntest du die Frage bitte noch einmal wiederholen? Ja, sehr gerne. Hört ihr mich jetzt? Ja, jetzt geht es. Danke. Ja. Und zwar, wie flach können die Querneland-Pflüge arbeiten und wie bzw. welche Lösungen hat Querneland zu diesem Thema? Die Frage angekommen. Ich denke, Michael kann sie am besten beantworten. Ja, genau. Also der Körper 28 und der Körper Nummer 28, den wir hier im Hintergrund an dem Pflug haben, hat auch einen großen Bruder. Das ist der Körper Nummer 38. Der erlaubt uns, sehr, sehr flach zu arbeiten. Wir geben an, ab 12 cm. Ich selber habe in einer Diplomarbeit, die schon einige Jahre zurückliegt, auch 8 cm gepflügt. Wir müssen natürlich irgendwann aufpassen, dass einfach die Masse, die auf der Fläche da ist, in der Relation zu dem Acker, den ich drehe, das Ganze soll ja hinterher auch noch ein homogenes Bild ergeben. Und ich habe natürlich auch die eine oder andere Bodenbearbeitung vorweg. Aber wir können ab 10, 12 cm arbeiten. Und das ist, denke ich, das Seriöse. Also wir könnten theoretisch auch ab 8 irgendwo, aber wenn wir wirklich schälen wollen, gibt es die Alternative des Schälfluges. Dann haben wir einen Ekomaten, lieber Michael, für die Betriebe, richtig, die ganzheitlich schneiden wollen und wirklich den ja 8 cm oder 10 cm mit dem normalen Flug nicht ausreichen, die können eben auch noch auf den klassischen Schälflug, unseren Ekomaten, gehen. Genau, der Ekomat geht im Prinzip ja von 6 bis 16 cm irgendwo in dem Bereich. Möchte ich mal flach flügen, kann das so ein Körper 28 dementsprechend ab den eben genannten 10 cm. Der hat aber dann auch den Vorteil, er kann bis 28, 30 Zentimeter arbeiten. Ja. So sind diese Systeme, die wir von unserer Seite da anbieten. Der Körper Nummer 38, um das noch eben komplett abzurunden, erlaubt auch die flache Arbeit, gibt mir aber die Möglichkeit, der ist ein bisschen kontrovers zu dem, was ich eben gesagt habe, aber es gibt durchaus Betriebe, die wollen einfach wesentlich tiefer arbeiten, aus welchen Gründen auch immer. Der erlaubt mir halt eben bis 35-40 Zentimeter arbeiten zu können. Dankeschön. Ja, liebe Zuseher, ein kurzer Hinweis. Wir lesen alle eure Fragen. Es bringt deswegen nichts, dass ihr eure Fragen da doppelt vielleicht hineintippt. Wir versuchen alle zu beantworten und ich würde sagen, ich gehe das jetzt einfach einmal chronologisch runter. Und daher kommen wir zur nächsten Frage. Welche Materialien werden bei den Verschleißteilen verwendet? Ja, Verschleißteil ist eigentlich ein ganz guter Punkt und da sind natürlich hier und da auch ein paar Geheimnisse, die man sicherlich auch nicht preisgibt. Wir haben aber eigentlich bei der Herstellung eines Fluges setzen wir auf ja unterschiedliche Härtungsverfahren und das ist eigentlich auch das, wir sagen immer, die Wahrheit liegt unter der Farbe, ist sicherlich ein Marketingspruch, den man da nutzt, aber in großen Teilen ist es wirklich so, denn wir haben unser Werk ist in Norwegen und wir setzen da auf ein spezielles Härtungsverfahren. Wenn man hier mal so einen Querneland-Körper nimmt, wir haben ihn ja hinter uns, der extrem verschleißfest ist von außen. Wir haben im Prinzip drei Zonen. Wir haben eine verschleißfeste Zone beim Körper. Wir haben ein flexibles Innenteil, sodass halt der Körper die Kräfte ab kann, aber halt extrem verschleißfest ist. Auf der anderen Seite,
starten wir in dem Punkt auch selber mit Carbidscharen, um das als andere Alternative zu nehmen. Aber wir wissen eigentlich selber, dass wir ja sehr gute Verschleißteile haben, die auch im Preis-Leistungs-Verhältnis vor allen Dingen sehr, sehr gut sind. Und was da alles so verbaut ist, ein paar Geheimnisse müssen wir auch noch für uns behalten. Also eins kann ich auf jeden Fall sagen, was die Norweger können, das ist Stahl machen. Und der steckt da drin und von daher, ich denke, da steht ja unser Flug für, dass die Stabilität und die Haltbarkeit auch der Verschleißteile da wirklich außerordentlich gut ist. Um da, bevor das in den falschen Hals kommt, Stahl machen, ist sicherlich das eine. Es wirkt sich aber nicht auf das Gewicht der Maschine aus. Und das ist das Wichtige und das ist wirklich das, was wir beherrschen und was wir können. Und mehr verraten wir an der Stelle nicht. Genau. Dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar, wie sieht es denn aus, wenn am Flug das Stützrad hinten montiert ist? Wie soll man dann den Oberlenker im Langloch fahren? Hinten anliegend oder vorne anliegend? Ja, also auch da gibt es sicherlich unterschiedliche Philosophien und Ansätze. Mein persönlicher Ansatz ist, dass der Oberlenker eher so ein bisschen auf Zug ist, als dass er hinten andrückt. Ja, man muss sich das ja immer so ein bisschen vorstellen, wenn ich jetzt arbeite, wenn er ein bisschen auf Zug ist, dann kann der Flug hinten immer ein bisschen höher rauskommen sicherlich, aber wenn er auf Druck ist, drücke ich ihn hinten rein. Also entweder ich lasse ihn mittig im Langloch laufen oder ein bisschen auf Zug, das ist eigentlich, also ein bisschen auf Zug ist vielleicht das falsche Wort, aber dass er vorne anliegt. Das ist eigentlich so, ja, so der Ansatz, aber da gibt es sicherlich auch ganz viele unterschiedliche Philosophien, da haben wir auch intern die ein oder andere Diskussion schon mal drüber, wie man denn den Flug perfekt einstellt. Aber mein persönlicher Tipp ist da eigentlich, ja, vorne anliegend. Kurz und knapp von der Mitte bis vorne anliegend. Richtig, genau. Ja, danke schön für euren Tipp. Dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar, wäre der Ecomat eine Alternative, um die Vorteile des Gruppers und des Fluges zu verbinden? Was sagt ihr denn da dazu? Das ist durchaus so. Also man muss wirklich wissen, und das wissen aber auch die Betriebe, die sich mit einem Ecomaten befassen, wenn ich sehr flach arbeite, und das habe ich eben schon mal gesagt, organische Masse und der Bodenanteil werden natürlich, je flacher ich arbeite, immer geringer. Und wenn ich wirklich flach arbeite mit einem Ecomaten, dann sieht eine Fläche, und wir nennen das auch Eco-Cultivation, sieht im Prinzip so aus wie gegrubbert. Das heißt, die Oberfläche ist nicht so, wie man das vielleicht vom Flug kennt, wenn man auf 20 Zentimeter flügt, dass man einen schieren Acker hat. Ne? Das hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Aufwuchs ab. Oder das hängt natürlich ein bisschen vom Aufwuchs ab. Aber im Prinzip ist das sicherlich so, dass der Ecomat ja, die Kombination aus Gruber und Flug ist. Das ist eigentlich auch das, was ihn dementsprechend ausmacht. Er hat eine zylindrische Körperform, die dreht den Erdbalken um 180 Grad. Und wenn ich sehr flach arbeite, habe ich halt die Wurzel an der Oberfläche. Das ist das, was ich mit dem Gruber, wenn ich flach arbeite, auch erreichen möchte. Sodass ich da halt eben eine mechanische Unkrautregulierung habe. Und von daher ist die Frage eigentlich schon gar nicht so schlecht und beantwortet sich ein Stück weit selber. Es ist wirklich so, dass der Ecomat diese beiden Dinge eigentlich vereint. Das merken wir ja eigentlich auch. Unsere Hauptklientel der Kunden, die einen Ecomat kaufen, sind tatsächlich Biobetriebe. Genau. Ökologisch wirtschaftende Betriebe, die eben auf eine mechanische Unkrautbekämpfung angewiesen sind. Und die sind eben angewiesen auf dieses flache Schneiden. Sie müssen Wurzelunkräuter an die Oberfläche holen, damit sie da eben auf natürliche Art und Weise vernichtet werden, sprich vertrocknen. Genau, so ist es. Richtig. Ja, danke schön. Dann nachher möchte ich noch einen Exkurs machen wieder zur Isobus-Technik. Und zwar, wie lässt sich die Wirtschaftlichkeit mit Isobus vereinbaren und wie hoch ist der Preisunterschied zwischen Isobus-Flug und ohne Isobus? Das hängt natürlich in gewisser Weise ein bisschen von der Ausstattung ab. Ich müsste theoretisch eigentlich beim ISO oder diesem Flug jetzt hier mit hydraulischer Vorderfurche, hydraulischem Stützrad, wenn ich das hinterher alles nehme und vergleiche, ist der Aufpreis für den ISO-Bus eigentlich gar nicht mal mehr so hoch. Wir sprechen da irgendwo, jetzt Euros zu nennen, ist immer schwierig, aber wir sprechen da irgendwo um 5-10%, je nachdem, was wir für eine Ausstattung haben. Der ISO-Bus als solches erlaubt mir in puncto Wirtschaftlichkeit auch vielleicht ein bisschen die Arbeit rundherum. Denn ich habe natürlich auch Möglichkeiten aufzuzeichnen. Ich habe die Möglichkeit, beispielsweise
eine gerade Furche zu erzeugen. Und die gerade Furche impliziert einen geringeren Kraftstoffverbrauch. Das kann man sich vielleicht ein Stück weit vorstellen. Ich habe, wenn ich eine Kontur abflüge beispielsweise, kann ich einen Punkt A und einen Punkt B nehmen und habe dann eine Gerade zwischen den beiden Punkten. Und der Schlepper muss sich nicht mehr so in die Furchen reinarbeiten, sage ich mal, um wirklich den Flug zu ziehen, sondern erzeugt eine einfache Gerade. Was im Übrigen auch in der Folge, wenn ich hinterher mit der Kreiselecke beispielsweise drüber arbeiten möchte, mir das auch erleichtert, weil ich eine einheitliche Struktur des Bodens habe. Viele Gemüsebetriebe zum Beispiel, das wissen wir gerade aus den Niederlanden, setzen auf eine solche Technik, dass sie einfach, wir nennen es Furrow Control beim Eiplau, dass sie einfach eine gerade Furche haben wollen, sodass sie gerade Bearbeitungshorizont haben. Mir fällt noch ein zweiter Punkt ein zum Thema Wirtschaftlichkeit und Isobusflug. Wir haben ja viel über das Thema Bedienkomfort gesprochen. Und ich sage mal, gerade Betriebe, die stark wechselnde Bodenbedingungen haben, wo ich mich auf verschiedene Flächen einstellen muss und den Flug neu einstellen muss, da bin ich natürlich doch deutlich schneller, wenn ich diese Einstellung eben via Isobus machen kann und bin sogar in der Lage, ja, für verschiedene Bodentypen mir bestimmte Einstellungen abzuspeichern und sehr, sehr schnell wieder aufzurufen. Und dann bin ich schneller und dann kann ich, denke ich, auch von einem Vorteil in puncto Wirtschaftlichkeit sprechen. Genau, definitiv. Dankeschön. Wie fixiere ich nach der Straßenfahrt auf dem Acker den gelenkten Anbaubock? Ja, wir hätten es gerne gezeigt heute Abend. Wir können das hier vielleicht auch einmal darstellen. Grundsätzlich fixiert man hier unten an den Unterlenkern mit einem Bolzen. So ist das im Arbeitszustand fixiert. Dieser Bolzen wäre raus, wenn ich im Straßentransport bin. Dann kann sich diese Tragachse eben entsprechend den Lenkbewegungen folgen. Was ich natürlich weiterhin machen muss für den Straßentransport hier oben, den Oberlenker, der muss raus. Genau, richtig. Ich nehme den Oberlenker raus. Und wenn ich jetzt auf dem Acker bin, wir hätten das heute hier gerne auch simuliert. Allerdings wäre das wahrscheinlich ein bisschen zu laut geworden und hätte auch vielleicht ein bisschen zu lange gedauert, obwohl es relativ schnell geht. Wenn ich jetzt den Flug hier habe, in dieser Position, dann setze ich den Oberlenker rein, hebe den Flug an und die Unterlenkertasche hier arretiert sich automatisch in der Position, dass ich diese beiden Bolzen einstecken kann und dann bin ich in der Arbeitsposition. Also wirklich relativ einfach und das geht flott, das dauert keine Minute, dann ist der Flug aus der Transportposition in der Arbeitsposition und auch umgekehrt. Bedienkonform, Michael, ich glaube, das... Da sind wir wieder bei dem Stichwort Bedienkonform. Genau, richtig. Wurde denn eigentlich bei diesen genannten Testungen von euch auch der Kraftstoffbedarf in Bezug auf einen Streifenkörper festgestellt? Also bei den Testungen, die wir selber gemacht haben, geht es eigentlich hauptsächlich um den Körper 28. Wir haben allerdings auch sicherlich in andere Richtungen getestet. Wir haben eben gesagt, so ein Körpertest ist nichts von heute auf morgen. So ein Körper braucht eine gewisse Zeit auch, bis er getestet werden kann. Dann muss die Haltbarkeit eines Körpers, aber auch so Auswirkungen wie Kraftstoffbedarf, Zugkraftbedarf testen. Und wir haben sicherlich den einen oder anderen internen Test, richtig, auch mit einem Streifenkörper. Aber hier in dem Punkt, die wir eben gezeigt haben, da geht es wirklich hier mit dem Körper Nummer 28 als Vollkörper, der dann natürlich auch mit anderen Vollkörpern verglichen worden ist. Michael, so fair muss man sein. Das ist einfach unser Hauptkörper. Richtig. Und der hat die meiste Relevanz in der Kundschaft und deswegen gibt es auch für diesen Körper die meisten Tests. Ja. Dann knüpfe ich da gleich an. Und zwar wurde auch die Frage gestellt, ihr habt gesagt, dass mit dem Flugkörper 28 auf 8 Hektar ca. 20 Liter Kraftstoff gespart werden kann. Jetzt wollte der Zuseher wissen, ob das auf eine bestimmte Marke gerechnet ist oder ob ihr da einen Durchschnittswert heranzieht. Wie kommt ihr denn zu so einem Ergebnis? Also impliziert war das ja auf den Versuch, den wir gezeigt haben, wo wir unseren Querneland-Körper Nummer 28 mit zwei Wettbewerbern verglichen haben. Und bitte seht es mir nach, ich werde jetzt hier natürlich keinen Namen nennen, welcher der Wettbewerber gewesen ist, aber es waren schon Wettbewerber, die uns auch im täglichen Leben draußen, sage ich mal, begegnen. Und der nächste, wir hatten etwa 13, irgendwas Liter, der nächste war 2,5 Liter höher und das war halt auf den Hektar gerechnet. Und so haben wir halt eben gesagt, wenn wir diese 8 Hektar haben, kommen wir auf 20 Liter Einsparung, die man im Prinzip da hat.
selber, Andreas, wenn du sagst, was schaffst du am Tag, wenn du am Pflügen bist? Wenn es gut läuft, ich früh anfange und lange mache, dann schaffe ich schon 20 Hektar mit meinem Pflügen. Gut, ne? Dann sieht man hinterher auf jeden Fall, was an so einem Tag dann hinterher da überbleiben kann. Gut, dann kam noch die Frage, ob der Pflug denn Probleme hat beim Einziehen, wenn der Boden trocken ist oder wenn eben die Bodenverdichtung sehr hoch ist. Ja, das ist sicherlich ein Phänomen, was es durchaus geben kann. Das ist so, wenn es richtig brutal trocken ist. Haben wir es aber auch bei anderen Bodenbearbeitungsgeräten, dass man an seine Grenze kommen kann. Wir haben einen wichtigen Baustein zu, den man dann nehmen kann. Wir haben eine Knock-on-Spitze, das ist eine Schnellwechselspitze, die nochmal einen etwas aggressiveren Einzug hat. Die hat einen etwas aggressiveren Winkel, die geht ein bisschen tiefer rein auch, sodass die uns dann hilft, wirklich in extrem trockenen Bedingungen auch noch in den Boden zu kommen. Aber das ist sicherlich ein Punkt, den wir aber bei jedem Bodenbearbeitungsgerät haben. Wenn es brutal trocken wird hinterher, steigt die Herausforderung, das haben wir eben schon mal gesagt. Aber da ist eben diese Knock-on-Spitze die Hilfe, sodass man dann auch noch wirklich in die Erde kommen kann, wenn es denn unbedingt sein muss. Das Schöne ist, wir haben eben an der Stelle Lösungen und wir merken das ganz gut auch in unserem Ersatzteilvertrieb. Immer dann, wenn die trockenen Jahre da sind, dann gehen bestimmte Scharspitzen eben doch auch häufiger. Und daran sehen wir schon, welche Schar dann auch wirklich hilft, wenn es trocken ist. Aber das vielleicht eins noch, ohne da allzu kritisch zu sein. Es gibt natürlich auch vielleicht mal irgendwann der Punkt, wo sowas einfach nicht möglich ist, wo eine Bodenbearbeitung nicht möglich ist. Das hat jetzt vielleicht noch niemals was mit der Marke zu tun, die wir hier vertreten, sondern einfach generell, wenn es zu trocken ist. Aber wir haben eben schon gesagt, dass die Bereitschaft vieler oder auch das Wissen vieler nimmt da auch einfach zu und auch das Interesse, sich wirklich mit dem Boden auseinanderzusetzen. Und das ist auch sicherlich ein Punkt, der dazugehört. Definitiv, ja. Dann kommen wir jetzt schon langsam zum Ende. Ein paar Fragen habe ich noch an euch. Kommen wir noch einmal auf die Ökobetriebe zu sprechen. Und zwar ist da der Pflug immer noch im Vorteil gegenüber des Gruppers. Und dann knüpfe ich noch gleich an mit der nächsten Frage. Intensive Biobetriebe wie Kartoffeln und Gemüse, Pflug oder DTX? Pflug oder DTX? Das ist eigentlich eine interessante Frage. Denn das so richtig zu vergleichen, ist sicherlich schwierig, hätte ich gesagt. Schwierig. Also der DTX, für die, die das nicht wissen, der DTX kombiniert im Prinzip drei Bearbeitungsgeräte. Ganz großer, wichtiger Faktor an der Stelle, keine Tiefenlockerung ohne eine anschließende Rückverfestigung. Und der DTX ist ein Tiefenlockerer, der vorne 5 Zinken hat. Im Anschluss kommt eine Kurzscheibeneggeneinheit und dann halt eine relativ schwere Walze. Eine Doppel-D-Walze, die das Ganze dann andrückt und die die ein wetterfestes Saatbeet hinterlässt. Es sind unterschiedliche Verfahren. Der Tiefenlockerer ist wichtig, das haben wir eben auch schon angesprochen und hat auch zunehmende Bedeutung. Aber jetzt zu sagen, Pflug oder DTX, da würde ich mir eigentlich sehr schwer mit tun, deine Aussage zu treffen. Aber Michael, kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen auf den Kern der Frage. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war sie mehr ausgerichtet auch auf die Sichtweise von Ökobetrieben. Ja. Und eines der Kernpunkte beim Ökobetrieb ist einfach die Unkrautbekämpfung. Sie haben keine andere Möglichkeit, außer eine mechanische Unkrautbekämpfung. Und ich bin davon überzeugt, dass beide Systeme auf solch einen Betrieb passen. Aber wirklich ohne einen Pflug, also ohne ein Bodenbearbeitungsgerät, was wirklich wendend ist und auch ja mir gerade die Wurzel, die Problemunkräuter, die Wurzelunkräuter abschneidet und nach oben holt, wird es doch arg schwierig. Also ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Die Kombination von beiden kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Definitiv, weil ich wirklich eine Tiefenlockerung habe und der DTX, ich will jetzt nicht allzu sehr abschweifen, hat einen Pro-Lift-Char. Dieses Char hebt den Boden an, vermeidet aber Vermischungen. Und das ist genau das, was wir eben schon mal angesprochen haben, ob ich so einen Boden nicht wieder zerstöre. Genau das macht eben der DTX nicht. Damit kann ich tiefer gehen. Und wenn ich mir jetzt überlege, mache dann eine sehr flache Unkrautbekämpfung mit dem Ecomaten, das ist eigentlich eine relativ gute Kombination vielleicht sogar. Also nichts, was sich jetzt irgendwie gegeneinander ausschließt, ja, sondern eher die Kombination. Das, glaube ich, könnte sehr gut passen. Dann kommen wir zu einer Frage, die ist hoffentlich relativ rasch beantwortet. Und zwar möchte jemand wissen, wie das Gewicht von diesem Pflug ist.
Ja, hier sprechen wir irgendwo von knappen 2,2 Tonnen, je nachdem, welche Ausstattung, ob Maiseinleger, Stützrad etc. Dann kommen wir jetzt zur vorletzten Frage. Der Richtwert der Geschwindigkeit liegt bei maximal 8 km/h. Kann man bei dem neuen Pflug schneller fahren oder lässt das das Material nicht zu? Darf ich die Frage mal beantworten, gerne, ja, Michael? Gerne. Also ich bin ja auch einer, der aus der praktischen Landwirtschaft kommt und der eben auch selbst pflügt. Und ich denke, da ist es wieder je nach Boden. Ich muss meinen Boden kennen und gucken, wie der fällt und welche Aggregatzustände der hat. Und ich würde nicht sagen, dass bei einem solchen Flug die Maximalgeschwindigkeit bei 8 km/h bereits erreicht ist, sondern wenn es mein Boden zulässt und die Schollen immer noch gut fallen und dass es eben zu meinem ackerbaulichen Konzept passt, dann kann ich durchaus mit so einem Flug auch schneller fahren. Aber wie schnell, das kannst du vielleicht sagen. Also die 8 bis 9 km/h sind eigentlich schon das Optimum beim Flügen. Es geht sicherlich immer schneller. Was man aber da wissen sollte, der Verschleiß geht exponentiell hoch. Exponentialkurve, absolut. Das ist sicherlich das, was man dabei beachten sollte. Dankeschön. So, und jetzt zu unserer letzten Frage. Und dann würde ich euch schon um eure Schlussworte bitten. Und zwar, wie sieht das Arbeitsergebnis bei tonigen Lehmboden aus bezüglich der Krümelung? Eine gute Krümelung wirkt sich meiner Meinung nach auch in der Wirtschaftlichkeit der Folgebearbeitung aus. Deshalb die Frage, wie kommt Querneland auf solch schwierigen Verhältnissen zurecht? Das ist definitiv richtig. Wir haben eben schon mal gesagt, wenn die Kreiselecke hinterherkommt beim Thema Furokontrolle, wie die Krümelung des Bodens ist, ist brutal wichtig. Wir haben eben gesagt, dass wir mit dem Körper 28 einen sehr universellen Körper haben. Wenn wir hinterher auf anmoorige, klebrige, sicherlich auch extrem tonige Böden kommen, kommt natürlich der Streifenkörper ins Spiel, der dann da für einen höheren Krümelungseffekt sorgt. Aber vom Grundsatz würde ich sagen, der Körper 28 macht schon eine sehr, sehr hohe Bandbreite ab, kommt auch auf diesen Böden zurecht. Aber ja, da ist sicherlich auch ein Stück weit die Meinung auch unserer Gebietsvertreter gefragt, die sich in den Regionen auskennen, welche Böden mit welchem Körper in der Region bearbeitet werden. Wenn das natürlich hinter extrem tonig wird, wenn das extrem klebrig wird, dann geht es in Richtung Streifenkörper. Vieles vorher kann dieser Körper, der hier im Hintergrund ist, aber auch schon abbilden und hat da auch ein super Bearbeitungsergebnis. Das große Streichblech hilft natürlich auch bei der Krümelung. Das ist das, was der Flugkörper an sich kann. Und ich sage mal, wenn wir dann noch einen Schritt weiter denken und was auch der Krümelung nochmal hilft, sind dann eventuell noch Packer-Varianten. Wir haben ja anfangs vom Packomat gesprochen, genau, der eben ja nicht die gleiche Rückverfestigung schafft wie ein wirklicher Gussringpacker, aber auch da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten, um nochmal auf die Krümelung zu kommen. Richtig. Ja, Michael, die Lisa hat uns um ein Schlusswort gebeten. Ich denke mal, das ist dein Webinar gewesen. Du bist der Produktmanager für die Flüge und deswegen würde ich dir natürlich auch das Schlusswort an der Stelle lassen. Ja, ich hoffe, dass wir Ihnen heute einen kurzen Einblick geben konnten in das, was wir die letzten Jahre gemacht haben. Ich habe selber vor etwa 10 Jahren meine Diplomarbeit im Bereich der Agrartechnik geschrieben und weiß, wie schwer es ist, an gute Ergebnisse heranzukommen, die man wirklich nutzen kann. Und deswegen war es uns halt auch besonders wichtig, dass wir nicht als Querneland solche Untersuchungen gemacht haben, sondern da auch die Wissenschaft mitgenommen haben, um halt eben auch ein bisschen zu zeigen, ja, dass Pflügen einfach wirtschaftlicher geworden ist, dass dieses Bodenbearbeitungsgerät an Attraktivität gewonnen hat. Und ja, leider spielt das ein oder andere Thema der Resistenzen. Wir hätten das Ganze heute noch ausweiten können. Der Maiszünstler ist sicherlich auch ein Riesenthema, wo der Flug auch ein Werkzeug sein kann, sein wird, um diesem Ganzen Herr zu werden. Wir hoffen, dass wir einen Einblick geben konnten. Wir sind mit Sicherheit noch nicht am Ende. Wir haben auch noch viele, viele Dinge, über die man sprechen könnte. Sprechen Sie uns an, wenn wir Interesse geweckt haben. Sprechen Sie unsere Händler an. Auf der Querneland-Seite finden Sie eine Händlersuche, wenn Sie Ihren Händler vor Ort nicht kennen. Wenn wir Interesse an unseren Produkten geweckt haben, sind wir natürlich auch gerne bereit, Ihr Interesse da zu stillen. Und ich würde sagen, wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit, für die vielen tollen Fragen, wirklich eine ganze Bandbreite unterschiedlichster Richtungen. Und ja, wir können nur sagen, vielen Dank, viele Grüße aus Soest, bleibt gesund. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiges Ding in der Zeit und kommt gut durch den Herbst. Alles Gute.
Tschüss. Tschüss. Ja, danke schön, Michael und Andreas, für euren tollen Vortrag. Es war wirklich, wirklich spannend. Dankeschön an unsere Schüler und Studenten und Schülerinnen und Studentinnen natürlich für das viele Interagieren in diesem Chat. Nächste Woche geht es auch schon weiter in der Querneland Ackerbaureihe. Und zwar dürfen wir da wieder die gleichen beiden Referenten begrüßen. Da geht es dann nämlich um die Seetechnik. Und ihr könnt mit diesen gleichen Kennwörtern wie heute auch beim nächsten Mal mit einsteigen. Wenn ihr einmal angemeldet seid, könnt ihr immer, also bei allen Querneland Ackerbaureihen Online-Events teilnehmen. Es würde mich freuen, wenn wieder viele von euch mit dabei sind. Bis dann, wie schon gesagt, bleibt gesund, bleibt alle fit und wir sehen uns nächste Woche wieder um 19 Uhr. Schönen Abend noch euch allen.